Okay, wir fahren jetzt. Los geht's, Schatz. Pogas. Leute, es geht los. So, Alter, ist das ein Koloss. Heilige Scheiße. So, da hinten, guck mal. Da hinten ist die Straße. Und wir fahren gerade in die falsche Richtung. So, noch eine Polizei. Ja, Schild auch, Schild. Bam, Junge. Meine Fresse. Los, weiter geht's im Let's Play. Oh. So, mach ein bisschen Meter. Bisschen runterrattern. Oh, ich will wieder Berge runterrattern. Wir safe mal kurz. So. Oh mein Gott. Ich kann halt jetzt nicht einschätzen, wie breit unsere Karre ist. Yo! Dann nehmen wir noch einmal das. Let's go. Oh, what? Alter, ich vergesse manchmal zu atmen. Ich rede zu viel. Let's go, weiter geht's. Nice, nice. Full Carraro. Wie, ja, safe mal. Immer safe, Chat. Immer safe. Oh, guck mal, da ist was. Yo, ein Haus. Ah! Stopp, stopp, stopp. Was passiert? Ja, au! Was? Alter, ich nehme diese Motorräder nicht mehr mit. Die verbacken so scheiße, Alter. Alter. Mann, ey, gleich eins aufs Maul. Sehr schön. Ey, was soll denn das? Warum, warum, warum? Stopp! Was mache ich denn? Ich checke. Hey, was machst du? Holy. Mann, das sieht so OP aus, aber ich kann es nicht mitnehmen, weil es verbuggt. Das brauchen wir nicht. Okay, weiter geht's. So langsam gewöhne ich mich dran. So. Amazing. Okay, Riesenhaus. Das ist sehr wichtig. Bitte gebt mir scheiß Europaletten. Bro, du hast da, glaube ich, was in dein Haus. Also ich weiß nicht, ob es da hingehört, aber ich glaube, das soll da nicht hingehören, lol. Warte mal, ich tue mich dich mal erschießen. Boah, ach man, das juckt mich jetzt rein gar nicht. Wir haben noch 11 Schuss. Oh mein Gott, wir haben genug Kühlschränke. Das ist geil. Hier ist alles clean, guck mal. Dann ein Arm. Ein Arm. Ja, nicht mir. Da haben wir einfach eine zweite Etage fertig gebaut, Chat. Einfach so, Leute. Einfach so. Bräuchten jetzt nur noch ein Dach dann. Hier so hoch und so hoch. Und vielleicht dann zu. Oder noch höher. Und dann schauen wir mal. Was ist passiert? Und dann würde ich sagen, wir fahren weiter. Aber wie geht's euch so? Zockerball, wie läuft's bei... Ey! Du Arschloch! Was? Du Hurensohn! Ach man, was soll denn das? Okay, weiter geht's. Weiter geht's im Let's Play. Ich bumse den jetzt. Ich hasse Taxifahrer. Turbo! Ich bumse dich! Ne? Ist er gebumst? Ah, oh, der fährt immer noch. Bisschen Wickeltechnik. Bro, was denn? Fahr doch! Na gut. Ich glaube, das sind zu viele Fledermäuse, to be honest. Aber ich mag Fledermäuse. Und demzufolge haben die eine Daseinsberechtigung. Nein, die Polizei! Au! Au! Bro, was machst du? Boah, Alpakaba, guck mal dieses Riesenschiff an. Checkst du das? Das war alles mal pures Wasser. Anspielung auf den Klimawandel, sage ich. Öl. So, einmal hier. Wir rollen, wir rollen, wir rollen, wir rollen. So, nochmal ein bisschen Öl. Haben wir nicht genug? Öl. Nochmal ein bisschen Öl, Mann. Let's go. Crazy. Geht der ab. Yo. Ein Zahne. Das ist ja insane. So, Chat, sag mal, hilf mal, bitte. Wo ist die Straße jetzt, ja? Guck mal, hier gibt es Haufen Paletten, wenn ich Glück habe. Leute, Leute, Leute. Checkt ihr das? Wir können eine zweite Etage, dritte Etage bauen. Wir sind schon bei der zweiten. Hoppa. Aber verschlafen. Wir lauern nochmal neu. Das wurde alles gelootet. Hier ist alles clean. Wir sind fertig. Los, los, los. Bam, Junge. Hadi, hallo? Ja, stirb doch nicht. Ich erlöse dich vom Schmerz. Oh, er summt schon wieder. Puffig. Puffig. Let's go.
Yo, was ist das denn? So, ja, das ist doch idealer. Let's go. Krass. Meine Hose ist gerade nass. Lol. All right. What the hell? Hier sind Geister am Werk. Oh je, Mine. Krieg ich das? Ja. Und die Polizei kommt schon wieder. Ich sag's dir, die wollen endlich mein TÜV-Abzeichen haben. Weil ich immer noch kein TÜV-Abzeichen habe. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Scheiß auf alles. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt mit Vollkaracho, okay? Einfach mit Vollgas. Mal gucken, was passiert. Wir machen jetzt ein Rennen. Auf Ernst. Oh. Sorry, wollte ich nicht. Hallo. Oh mein Gott. Alles gut? Alles gut, weiter geht's. Hast du... Das ist Ketchup. Krass, das geht hart. So. Boah, ich sehe schon die erste Europalette. Klauen wir dich? Nee, tun wir als Transport benutzen. True. Das dauert maximal 10 Minuten, sag ich. Oder sogar 5. Dann, Junge. Was ist das? Das brauchen wir nicht. Stange, oder? Nee, kann man mitnehmen. Was ist denn mit dir falsch, Alter? Lol. So. Was haben wir hier? Wir haben was zu essen. Kann ich schon taken? Ja, muss ich. Noch ein bisschen. Let's go. Rein in den Mund. Ich glaube, der tut sein Kinn massieren, oder? Was ist mit denen? Holy shit. So, das ist gut so. Wir haben ja 3 Euro Paletten zum Tragen. Yo, let's go. Mehr Kühlschränke, okay. Wir gehen hoch. Boah. Ist das alles clean jetzt? Ah, ne, hier waren wir noch nicht. Yo, warte mal, warte, stopp. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie viel Munition wir von dieser Waffe haben? Scheiße, scheiße, geil. Scheiße, scheiße, scheiße Schokolade. Ich genieße es so sehr. So, so sehr. So, mal gucken, was hier ist. Kann man das kaputt machen? Let's go! Wie wichtig! Wie gesagt, bis 24 Uhr bin ich noch live. Dann würde ich euch noch beisagen. Was? Was ist jetzt passiert? Habt ihr das gesehen? Nein, mein Hut! Mein Hut, stopp! Der Sturm kommt! Oh nein, oh nein, oh nein. Ist alles safe? Ein paar Sekunden später. Wo ist denn meine Europa? Nein, stopp! Was macht ihr? Ach, Leute. Oh. Einmal das. Also auf süß. Ah. Incredible. Und damit haben wir es. Let's go. Los geht's. So, mal gucken, ob wir die Straße wiederfinden. Ich habe nur nachgedacht und gedenkt, dass der Eingang zur Straße führt. Schauen wir mal. Ja. Mein Ziel ist heute zu sterben. Das muss mal ein bisschen besser sein hier. Na gut. Ah! Du Hurensohn! Holy shit! Alles gut bei mir? Mann, das arme Auto. Chill mal, Bro. So, Essen, Trinken und Europaletten. Das ist alles, was ich möchte. So. Vielen Dank. Wupsa. Sus. Was ist denn hier los? What the hell? Das ist mein Auto. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Auto wäre krasser eigentlich für uns. Aber wir wollen ja jetzt... Nee. Oder? Aua. Wollen wir ein Auto von Grund auf neu bauen? Schieben. Sehr gut, sehr gut. Wie ist jetzt die Strat? Einmal so. Einmal. Und attach. Krass, ja. Geh. Oh Gott, war 20 Minuten da und das Auto wird neu gebaut. Ey, aber guck mal, das ist amazing. Ne, also, das ist ja hier verbuggte Scheiße, weil... Ich muss ja die Kante hier ausgleichen, guck mal. Hier ist eine Kante und ich muss das mit komischen Dinger ausgleichen und das wickelt immer rum und deswegen verbuggt alles drüber. So, hä? Auto macht dann Backflip. Ja, könnte funktionieren. So, warte mal, wir testen mal, ob es da so eine Physik existiert oder nicht.
Drück mir die Gaumen. Drück mir die Daumen. Ah! Let's go! Ich glaube, noch nie hat jemand das Game so gespielt wie ich. Besser so, besser so. Geh, geh. Dann ist das hier schief, checke. Geh, geh. Das muss da gegeht werden. Geh, geh. Warte, ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Geh, geh, geh. Okay! Skü, skü. Geh. Mann, warum hält... Was ist denn hier los? Ja. Geh. Ja. Noch ein bisschen weiter ran, dann bin ich glücklich. Geh, geh. Geh, geh, geh. Das ist clean. Nee, das nehmen wir. Geh. Let's go. Nee, das nehme ich. Geh, geh. Ja. Aber es ist doch schon wieder hier so merkwürdig. Guck mal. Geh, geh. Was mache ich? Wurde ich dir empfohlen? Hast du schon immer da live geguckt oder? Ich bin tot. Haben wir gesaved? So, was machen wir hier? Zwei Kühlschränke, würde ich sagen, oder? Hier sind, glaube ich, zwei Kühlschränke am optimalsten. So, sehr gut. So. Wir müssen uns dann auf die Schulter klopfen, wenn wir das alles haben hier. Das ist sehr kurios. Demzufolge, wie gesagt, wenn die Grundstruktur perfekt wäre, dann wäre das alles hier auch perfekt und dann wäre auch alles dort drüber perfekt. So. Crazy. So, 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 so. Wir haben Herbst. Und jetzt. Perfekt, du wurdest jetzt... Es ist Herbst? Okay, okay, Schild, Schild, Schild. Kein Karma beschwören. Ich hab Karma beschworen, oh! Warte mal, schill, 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 schill. Bitte nicht verbuggt, bitte nicht verbuggt. Wie geht's euch, Leute? Ich finde das Game wirklich grandios eigentlich. Komm, ein bisschen Wasser nur noch. Komm, gib mir einfach nur ganz schnell Wasser und dann bin ich weg vom Fenster. Schnell, schnell, schnell. Komm. 3 Liter reichen. Was ist denn das für ein Schwanz? Reicht. Wasser. Hier ist irgendwo Wasser. Schnell, Wasser. Wasser, schnell. Weg hier. Wo ist die Straße? Einfach weg jetzt. Schnell! Ah! Bro! Mann, nervt doch jetzt nicht. Alter, nein. Alter, ich kotze in die Tüte. No joke. So, jetzt. Weg. Ich muss da lang wahrscheinlich. Einfach weg jetzt hier. So. Dein Hochhaus. Ey. Wow. Stopp. Vollgas. Oh, noch ein bisschen länger, okay. Aber da hinten garantiert. Da geht's runter. Wir müssen noch ein bisschen chillen. Aber mit den großen Reifen will ich mal gucken, was passiert, wenn wir runterbrettern. Los geht's. Turbo! He crazy! So, zaghaft. Fliegen. Haben wir gemacht. Alles gut. Sehr gut. Nice, haben wir. Was ist passiert? Wir wurden zerberstet. Sehr gut. Gute Wendigmöglichkeit. Let's go. Schon mal. Wow, let's go. Ja, berechnet. Weiter geht's. Boah, guck mal, wir haben eine Aussicht jetzt, wie weit es noch geht. Krass, okay. Ja, gut. Okay, ich checke. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen langsamer fahren. 361, holy shit, 2 Kilometer in ganz kurzer Zeit. Sehr schön. Let's go. Ah, Junge. Oh Gott. Ich will jetzt aber kein Tempo verlieren, Bro.
Es fährt sich gerade so schön. Sagt er und ist gestorben. Ah, Vollbremsung. Alter, du. Alter, ich krieg die nicht. So, einen Bus möchte ich. Yo, was bist du denn? Krass. Die haben sich gegenseitig gebumst, habt ihr gesehen? Scheiße. Da war ich zu sicher. Wir müssen weiter nach rechts ein bisschen. Oh mein Gott, nein! Es fliegt davon. Oh, ja, das war, glaube ich, der Stein, der uns gefickt hat. Bus? Oh, wir sterben. Wir müssen eh rasten. Oh, da ist ein Anhänger. Okay. Was? Wo sind meine Reifen? Du Hurensohn! Ah ja, guck mal, guck mal, guck mal. Europalette. Dann ist hier noch eine... Europalette. Alter, jetzt tun die Arzten mich wieder abfacken, du Hurensohn. Mann, dann können die nicht einfach mal die Eier schillen, bitte. Meine Fresse. Aber ich finde die irgendwie süß. Die können weitermachen. Weiter mich abfacken. Okay, das nervt ein bisschen. Bro, bist du jetzt wirklich da ernsthaft reingebackt? Nein, 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 nein. Nein, bist du auch nicht. Okay, okay. So. Gehe. Oh mein Gott, guck mal, Leute. Oh mein Gott, guck mal. Ist das zu tief? Nee, oder? Das hat ein Vibe. Würde ich schon sagen. Gehe. Krass. Gehe. Naja, gut, ich habe es mir besser vorgestellt. Das war noch eine schöne Session oder so. Viele Kilometer. Und wir sollten, glaube ich, das ganze Auto nochmal neu bauen. Lol. Holy shit. Oder? Das hat schon was. Warte, ich gehe mal auf meinen Thron. Dann. Was, was? Ey! Du Hurensohn! So. Guck mal, jetzt merken wir, dass das hoch genug ist und perfekt ist. Weil wenn es etwas zu schief wäre, dann könnte man den Kühlschrank nicht... naja. Ha. Unser kleines Häuslein. Legitim, wirklich. Los, los, los. Los, los, los. Wohnmobil auf Wish bestellt? Ja, ich sag's dir. Das baue ich bald in Real Life nach, ne? Oh, Stein! Och, Mann. Finden wir die Reifen... Oh, okay, wir safen mal lieber mehr. Ja, du bist so ein Macher, du Arschloch. Arschloch. Meine Fresse. Nein! Ah. Okay. So können wir es auch machen. Wir haben einfach, ne? Die Kraft absorbiert in den Boden. Sah so aus, wie es aussah. So, let's go. Komm, eine Europalette. Für den Föhn nehmen, bitte. Nice. Cool, cool, cool. Ein Kühlschrank. Was haben wir hier? Let's go. Wasser. Können wir nachfüllen? Das Klicken ist ganz normal bei TLD. Wenn du das sagst. So. Das ist fest, oder? Krass. Weiter geht's. Das ist... Was? Was ist das denn für ein Schmutz? Hä? Mich hat einfach ein toter Busch getötet. Das ist ja eine Ironie. Stopp! Aber just from one watch, warte mal. Jedes Wochenende. Durchstreamen. Ein kleiner Pofick, oder? Lol. What the hell? Was soll denn das? Der Stein hackt einfach. Mann, das ist nicht fair. Da könnte jetzt eine Europalette gewesen sein, Shit. Ah! Stopp, 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 stopp. Lol. Kriege ich den Kühlschrank? Warte, ich reibe. Let's go. Oh mein Gott, stopp! Hilfe! Der Kühlschrank flieht, der Kühlschrank flieht! Nein! Mein Kühlschrank! Wir fahren weiter. Los, los, los! Mirage plays its affair. In the sand, the wind in sight, day and night.
lose the fight. So, wir gucken mal, ob hier was gibt. Sollte eigentlich. So. Hallihallo, meine lieben Jungs. Wir machen aus. Warte mal, ist das nicht der krasseste? Das ist doch der krasseste Motor, kann das sein? Aber guck mal, wir haben den Motor. Na, macht keinen Unterschied. Wir müssen alles mal hier entfernen, wartet mal. Wop. So, gehen wir nicht dahin. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kühlschrank. So, was ist hier? Gas, das ist wichtig. So. Krass, krass. Unser Panzer. Los, los, los. So, wünscht mir Glück, dass wir da hochkommen irgendwie. Denn wir brauchen Gas. Ja, Punkt. Bille, jetzt füll mal Öl nach. Das ist useless, ist fuck, das brauchen wir nicht. Öl ist useless. So, wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen, Mann. Irgendwie. So, komm, noch einen Schwung und dann haben wir es, bitte. So, so. Ach so, das ist ja der... Och, ich checke. Wir müssen dahin fahren, ganz geschwind. Komm, bitte, da müsste Öl drin sein. Hoffentlich reicht der Sprit noch. Wir müssen nur wissen, dass die Straße dann gegenüber liegt. Gargamel. Oh, wir müssen laufen, oder? Leute, wir kommen nicht höher. Das war's. So. Hoffentlich finden wir den wieder. Machen wir mal I. So, laufen wir genau hier zielstrebig da lang. Boah, wir laufen jetzt durchs grüne Gras. Das Gras ist ziemlich grün. Wisst ihr? Einfach grün. Einfach grün. Wir laufen im Grünen. Das ist insane. Ach, bitter. Das sieht weiter aus, als es ist. Yo, Mythmax, willkommen back. Wir machen gerade eine Laufsimulation. Oh mein Gott, ich habe gedacht, hier gibt es auch kein Loch. Hallo? So. Wir brauchen mal ganz kurz Gas. Ich möchte Gas. Was für... Was? Das ist knapp. Hätte jetzt schon keinen Bock mehr, das alles nochmal durchzugucken. Was meinst du? Die Kanister. oh Mann, oh Peter. Meter, Weter, Leter. Leter, Weter, weißt du? Leter, Weter. Ich hab das Loch vergessen. Musst du jetzt den ganzen Weg mit einem Fass zurück? Nein, nein. Ich mach nur Sport, weißt du? Ich tu gerade mein Fass ausführen, weil wir haben vielleicht ein Date. Einmal ein rostiges Fass namens Ferdi. Ferdi war nicht irgendein Fass. Ferdi hatte einen Traum. Er wollte sein geliebtes Auto finden, um, naja, um ganz viele kleine Fässchen zu bekommen. Und ja, Ferdi war ein wenig süß. Süß. Heute geht es um seine Reise. Ja, okay. Und morgens rollte Ferdi los. Boah. Durch die sanften Hügel rollte er wie ein Profi. Let's go. Zumindest wie ein Fass. Keine Inspektion mehr gesehen hatte. Scheiße, Inspektion. Das Eisen knackte bei jedem Schwung und der Rost rieselte wie der feinste das Gras. Das ist krass. Dachte Ferdi. Ich bin vielleicht rostig, aber ich habe noch lange nicht den Deckel drauf. Ta! Er träumte von einem Auto, eine wunderschöne, glänzende Karre, bei der jedes Rad perfekt geschmiert war. Mhm. Der Gedanke daran ließ sein rostiges Herz schneller schlagen. Krass eigentlich. Wenn ich sie finde, dachte er, werden wir die süßesten kleinen Fässchen haben. Keine Sorge, ich werde sie immer gut verschließen. Ziemlich süß, oder? Ziemlich süß. Während Ferdi durch die Hügellandschaft rollte, traf er auf ein altes Benzinfass namens Bernie. Bernie! Das Ganze, ich bin ein Fass und ich rolle, durch die Welt, Ding längst aufgegeben. Oh. Er stand einfach nur rum und tropfte hier und da ein wenig Benzin. Scheiße. Ferdi, brummelte Bernie. Wo rollst du denn hin? Sag mal. Sieht aus, als wärst du schon dreimal im Schrottplatz gewesen. Nein. Bernie, lachte Ferdi. Ich suche meine große Liebe. Ein Auto. Und dann... Ferdi senkte die Stimme. Hm. Kriegen wir ganz viele kleine Fässchen. Bernie zog seinen Deckel skeptisch zur Seite. Junge, du bist echt süß. Echt süß. Glück beim Finden. Denk dran, du kannst nicht immer den Deckel auf alles halten. Ferdi krass. Und rollte weiter. Über Stock und Stein, durch... Räche dir nicht das Gebein. Bis er schließlich an einem malerischen Hügel ankam. Boah. Da in der Ferne erblickte er sie, seine große Liebe. Okay. Eine glänzende Limousine, die majestätisch in der Sonne funkelte. Yo. Da bist du ja, rief Ferdi und rollte mit voller Geschwindigkeit auf sie zu. Oh oh, pass bloß auf. Die Limousine sah ihn kommen und blinkte zweimal. War das etwa ein... Lol. Oh ja,
Ferdi war sich sicher, es war Liebe auf den ersten Blick. Ersten Blick. Hey, schöne Karosse. Hey. Dann Ferdi charmant. Ich bin zwar nur ein rostiges Fass, aber wenn du mir eine Chance gibst, verspreche ich dir, wir könnten zusammen ganz viele Fässchen machen. Boah, ganz viel sogar. Sabine schüttelte sich leicht. Oh, du bist ja ein richtiger Öltanker, was? Lol. Steh mehr auf glänzende Typen. Oh oh. Ferdi ließ sich nicht entmutigen. Glänzend? Wer braucht das? Rost ist das neue Chrom. Außerdem genau. Sehr dicht halten. Und da war er wie dicht? Der Sus-Moment. Gespräch, ein paar Öllecks hier und da und einer Verfolgungsjagd den Hügel hinunter, gab die Limousine schließlich nach. Okay, Ferdi, sagte sie. Du bist zwar rostig und ein bisschen süß, aber irgendwas an dir hält mich fest. Ferdi strahlt. Okay. Das ist die Magie des Fasses, Baby. Und so rollten Ferdi und die Limousine zusammen in den Sonnenuntergang. Boah. Wir gründeten eine kleine Fassfabrik und bekamen viele kleine süße Fässchen. Scheiße. War ein bisschen rostig, aber voller Charakter. Das ist krass. Und wann immer jemand Ferdi fragte, wie er das alles geschafft hatte, sagte er nur, man muss nur den Deckel draufhalten, dann wird alles gut. Insane. Die Moral der Geschichte? Mhm. Auch ein rostiges Fass kann das Rad der Liebe neu erfinden. Boah, das war episch, oder, Shirt? Das war insane. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut Geschichten erzählen kann. Warte mal, wir gucken hier nochmal. Wenn nicht, dann reicht's mir. Ey, scheiß drauf. Ich kann das alles nicht mehr. Wir fahren jetzt. Let's fucking go. Da geht's noch höher. Aber dann geht's doch irgendwann runter, oder? Es kann ja nicht immer höher gehen. Oh, oh mein Gott. Kaltes Biom. Und wir sind ein Eisbiom. Ey, Bro, du bist so zaghaft tot. So, guck mal, ganz zaghaft runterbrettern. So. Ja, warte. Irgendwo ist offen. Wo ist offen? Ich spritze. Wir brettern runter, als gäbe es keinen Morgen. Habt ihr das gehört? Es hat gepiept. Was war das? Lol. Das ist ein Schwein. Guck mal, aber hier fängt eine andere Straße an und das bedeutet, da hinten ist eine Straßlandschaft. Eine Graslandschaft. Fährst du eigentlich absichtlich die ganze Zeit in die falsche Richtung? Warum? Ich fahre nicht in die falsche Richtung, Bro. Immer rechts von die Paliolen, also die, wo da der Strom durchführt. Alter, ich klipp das. Ich mach das nicht mit Absicht. Ich entwickle eine neue Sprache. Wir brauchen jetzt eine gerade Fläche. Und dann bauen wir was Feines. Das Auto nochmal ein bisschen neu, weil alles ist komisch schief, wie man hier sieht. Eingeparkt. Let's go. Lass uns bauen, oder? 1002 Kilometer. Sehr schön. Wuppa. Nehmen wir dich. Oh Mann, so viel Rotze. Geh bloß weg, Alter. Wir könnten ein Kaktusauto basteln. Checkst du? Let's go, er hat eine Nase. Digga, er hat eine Nase. So, so, so und so. Okay, jetzt fahren wir erstmal raus, würde ich sagen. Aber seht ihr schon, wie mickrig eigentlich das Auto ist im Vergleich? Das ist so ein ganz kleines Auto. Komm, komm, Turbo, Turbo. Let's go. Guck mal, wie schnell wir eigentlich fahren ohne das alles. Also das ist wirklich ein Flitzer, würde ich sagen. Scheiße. Guck mal, jetzt ist alles gerade, checkt ihr? Und jetzt können wir alles dann auf das Auto fixieren, sonst bauen wir immer im Freien. Das ist nicht so gut. So, ich glaube, wir müssen das ohne die Reifen bauen. So, schauen wir mal, ob das funktioniert oder ich Scheiße erzählt habe. Warte, Shirt, ich kann gerade nicht lesen. Ich bin zu voll Fokus gerade. Seht ihr, wie Fokus ich bin? So, ein bisschen weiter nach links. Ein Hopper. Ja. Ja. Komm her. Komm, 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 komm. Oh, geh! Das geht nicht, das geht nicht. Ich wollte Zeit sparen, aber jetzt dauert das noch länger. Das ist wirklich insane, Alter. Scheiß drauf, so eine Scheiße. Scheiß, Scheiß, Scheiß. Geh. Vielleicht nur zwei? Zwei gut, oder? Ich fahre so schnell wie der Wind. Wie der Wind. Zwei ist gut. Zwei ist grandios. Wir machen nur zwei. Checkt ihr? Immer nur zwei. Ich, lol. So.
Okay. Ja, geht klar. Geh! Oh. So, natürlich Millimeter wieder zu klein, aber dann können wir ein bisschen justieren. Passt, oder? Würde ich sagen. Crazy. So, dann attachen wir die Kühlschränke. Geh, geh, geh. Alright, let's go. Letzte Flop, the sheet. Geh. Oh, let's go. So, jetzt kommt die Wand. Oh, übrigens, was ist euer Lieblingsfutter? Was ist euer... Was ist denn jetzt los? Schau mal deine Eier, Bro. Genau du. Geh. Okay. Du Ecker, mach eine kleine Musik. So. Geh. Chat, checkt ihr, das ist immer das Schwierigste. Und wenn wir das dann haben, so gehittet und so, dann haben wir eine Etage eigentlich schon wieder fertig. Also, dann ist die Wand fertig und so. Oh mein Gott! Ja! Naja. Naja. Geh. Oh! 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 Oh, ich bin gekommen. Krass! Sehr insane. Ge- Let's go, oder? Ge- Das ist fluffig. Hab mich glatt verliebt. Ge- So, dann noch eine kleine Wand. Das ist clean. So, oh. Oh, krass. Andere Seite. Let's fucking go. 3 Tage später. Wir fahren weiter. Let's go. Das ist jetzt das Finale. Nee, das ist jetzt das Ergebnis des, ich glaube, 10-Stunden-Bauens. Wir haben einmal die Front. Hier haben wir ein grimmiges Gesicht. Wegen Halloween. Hier sind Schlitzlöcher zum Rausschießen. Hier ist ein Pumpkin. Der fährt mit uns. Von der Seite sehen wir 3 Etagen voll mit Kühlschränke. Da können wir was einladen. Hinten haben wir noch ein paar Kühlschränke. Da lagern wir unser Essen und aber auch unser Trinken. In der Mitte ist ein Schlitz. Ja, könnte ein Arschloch darstellen. Wir quetschen uns durch. Hier ist das Innere. Hier haben wir ganz viel prächtige Fässer. Müssen wir halt noch ein bisschen sammeln. Und oben haben wir halt noch sehr viel Loot, was wir einsortieren sollten. Und ich würde sagen, wir fahren los, oder? Mal gucken, wo uns der Weg hinkommt, fährt.